kämpfe für gleichen Lohn, für gleiche Arbeit. Ich bin angestellte Lehrerin, habe mein erstes und zweites Staatsexamen gemacht und verdiene im Monat ungefähr 600 Euro weniger als die Beamten. Es gab mal eine Zeit, da wurde das ausgeglichen über bestimmte Zulagen. Das hat die Regierung vor Jahren abgeschafft und die Differenz zwischen der Entlohnung geht zwischen Beamten und Angestellten immer mehr auseinander. Weil ich Angestellte bin und 500 Euro etwa im Monat weniger verdiene als die verbeamteten Kollegen. Und eigentlich, schreiten wir für die ja immer mit, weil die ihre Gehaltserhöhung bei denen sich ja immer anschließt. Ne? Eigentlich haben wir ganz andere Forderungen. Wir sind mitten in den Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst der Beschäftigten in den Ländern. Also insbesondere für die angestellten Lehrkräfte und für die anderen pädagogischen Mitarbeiterinnen, die Schulsozialarbeiter, die im Landesdienst beschäftigt sind. Und gestern ist die zweite Verhandlungsrunde völlig ergebnislos zu Ende gegangen. Die Atmosphäre war wohl gut, aber davon können wir uns natürlich nichts kaufen. Und deswegen machen wir ab heute in allen Bundesländern Warnstreiks bis zur dritten Verhandlungsrunde, um unseren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Die Arbeitgeber erwarten das offensichtlich auch, dass sie sich nur dann bewegen, wenn sie merken, also das sind nicht nur Forderungen der Gewerkschaftsfunktionärinnen, sondern auch der Betroffenen. Und sie hören ja hier, es ist wirklich laut und es gibt ein bisschen Frustration, ja, also die Frage, was bewirkt das überhaupt? Sind die Arbeitgeber nicht so beinhart? Haben die die Hand auf dem Geldsack? Aber wir müssen alles versuchen, um Bewegung in diese Tarifrunde reinzubringen.